up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zurück zu Outlast. Ich habe ja gesagt, es geht sofort weiter mit Whistleblower, dem DLC, soweit ich das verstanden habe, von Outlast. Damit wir es noch rechtzeitig irgendwie schaffen zu Outlast 2, das kommt ja am 25. zumindest, ist es so geplant, werde ich hier jetzt täglich zwei Folgen raushauen. Eine um 19.30 Uhr und die nächste dann gleich um 20 Uhr. Dann dürfte sich das zeitlich noch ausgehen, ich hoffe zumindest. Und jetzt, Freunde, gehen wir auf neues Spiel. Wir werden wieder den Normalmodus starten, nehme ich auf. Ja, ich nehme auf. Wieder Schwierigkeit. Normal, ich werde mich ausblenden und dann starten wir mal. Wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do you hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Zwei Stunden vorher. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig, breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber nicht. Ist hier jemand? Was ist hier los? Ich bin nervös. Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Oh, schnell. Es geht nicht weg. Laptop zumachen. Okay, und da habe ich mich wieder eingeblendet, falls man das überhaupt sehen möchte. Und ja, es geht los, Freunde. Okay, gehe zur Hauptkonsole des morphogenetischen Antriebs, heißt es hier. Sehr schön, sehe ich nicht so. Lass mich in Frieden. Nein, Freunde, soweit ich weiß, spielt es vor der ganzen Geschichte von Outlast. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir gefällt das Ganze und vielleicht lässt du ja auch ein Abo da. Wäre eine coole Sache von dir. Und jetzt wünsche ich dir aber sehr viel Spaß mit der Folge. Ich denke mal, wir kommen hier nirgends rein, denn hier ist alles rot. Deshalb gehen wir einfach hier raus. Und ich bin schon gespannt. Okay, danke. Ich bin schon gespannt, was mich hier wieder erwartet. Es wird mich wieder... Ich schließe natürlich die Türe. Es wird mich wieder fertig machen. Und ja, wie eben gesagt... Danke, danke. Wie eben gesagt, zwei Folgen täglich.
Es wird jetzt voll durchgezogen, dieses Projekt noch. Okay. 15 Sekunden. Okay, wir gucken uns hier ein bisschen um. Ich muss immer ein bisschen mitlesen, Freunde. Einfach weil... Okay, hier können wir was machen. Weil mein Englisch nicht ganz so das Beste ist, das wisst ihr ja. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, wird das wissen. Ja, wir setzen uns dahin, würde ich sagen. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Okay. Ja, wir arbeiten ja schon. Ja, wir versuchen es jetzt. Stress nicht. Einfach bitte keinen Stress machen. Wo muss ich denn? Ich bin glücklich. FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the operation. Fuck me, they're bringing him in. Oh. Okay. Ich sag viel zu oft okay. Okay. Was geht hier vor? Warum ich? Warum gerade ich? Calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Wir sind nur ein Programmierer, soweit ich das verstanden habe. We'll need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4 3. Arterial spin labeling is back online. Alter. Positioning imaging, please. Das will ich mir doch gar nicht ansehen. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Gehe zurück ins dein Büro. Okay, ich gehe schon. Wenn wir hier rausgeschmissen werden, dann okay, dann machen wir das halt. Das soll auch in Ordnung sein. Ich will das eh nicht sehen, ganz ehrlich, ey. Wir machen natürlich wieder höflichst zu. Tschüss, ich gehe da wieder zurück in unser Büro hier. Hier fühlen wir uns wohler. Schließen wir die ganze Sache hier und ich will nichts mehr wissen davon. Was? Alter, was? Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ach so. A borrowed laptop, onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Klar, die E-Mail. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Was? Ich will nicht, nein. He said yes, Mr. Blair. Great. Nein. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Okay, Whistleblower. Beginnt ja schon geil, aber war irgendwo klar mit dem Laptop und der E-Mail und... Hallo, wir sind Programmierer. Ja, mein Gott, ey. Ich bleib mich mal wieder aus hier.
ich hier? Wer sind die Typen da? Und warum war ich gefesselt? Oh nein, was ist das? Es ist viel zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Hilfe, was ist hier los? Ich denke, ich kann mich wieder einblenden und hier sind Schreie, aber auch wieder ein Camcorder, den wir natürlich sofort wieder verwenden. Ja, und dann geht es ganz normal weiter, sollte ich sterben. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen, den Antrieb. Muss Hilfe holen, unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid, ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Dann, ja, der ganze Spaß beginnt von vorne. Welch Freude, und ich weiß jetzt schon nicht, was ich tun muss. Wenn ich zum Schnurren bringen bleibe, ich fühle mich jetzt schon nicht wohl. Danke. Ich will, dass du bitte gehst. Ich brauch dich nicht. Dankeschön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hingehen soll. Hier haben wir eine Batterie. Das wissen wir, das wissen wir. Bande. Oh mein Gott. Raus hier. Können wir nicht schließen. Das Ganze ist schon wieder der reinste Horror. Hier können wir natürlich nicht rein, das war klar. Und hier können wir auch nicht rein, aber wir können hier durch. Hier aber nicht weiter, aber hier eine Türe. Wo wollte ich das jetzt? Rudolf, dann hätte es immer gesund, sich hast du. Was du bereust? Ich möchte eigentlich. Oh, wir kommen auch nicht mehr. Also, was ist denn besonders? Was? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay, ich möchte ja gehen. Lass mich halt einfach gehen. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Ich lasse euch auch hier alleine. Ich mach wieder zu. Und dann ist das Ganze. Wow! Alter, es geht jetzt schon wieder los. Die Party hier. Okay. Und auch hier schnell weg. Und es ruckelt die ganze Zeit ein wenig. Aber hier rauf. Und rauf mit uns. Ich möchte versuchen, diesmal ein wenig mehr die Kamera zu verwenden. Wir gehen weiter.
Die Lichter sind an. Gelange zur Funkgerät im Gefängnis. Natürlich die Frage, wo ist das? Okay, wir haben eine neue Notiz. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willens, Lisa und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jeden und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Dafür ist es zu spät, ja? Dafür ist es zu spät. Ich muss klarstellen, sondern... Okay, ich muss, wie gesagt, immer ein bisschen lesen. Okay, hier ist der Typ neben mir. Und den mag ich nicht. Bist du bitte, bleib einfach da drin. Danke. Nett. So. Batterien wären nicht schlecht, darf ich wohl sagen. Denn wir haben noch nicht viel. Ich film mal ein bisschen. Wir kommen hier eh nicht rein. Hier auch nicht. Hier können wir nichts machen. Dann müssen wir auch hier weiter. Was ist das immer für eine Störung? Okay. Können wir auch nichts tun. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was. I'm a patient. Weiß nicht, soll ich das die ganze Zeit filmen? Diese Klamotten. Ich bitte drück einfach den Knopf. Das ist doch gar keine gute Idee, aber wir machen es halt. Okay. Das war, glaube ich, nicht. Ich sagte doch, es ist keine gute Idee. Es war keine gute Idee. Wir haben eine neue Notiz. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte. Sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Das verstehe ich. Wir sind... Ich kack mir hier in die Hose. Was ist das hier jetzt? Okay, hier. Ich filme diesmal auf jeden Fall mehr, Freunde. Denn ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr viel verpasst das letzte Mal. Hier geht es und hier geht es. Okay, Exit können wir natürlich nicht, war klar. Aber Dokumente. Wir haben Dokumente. Gucken wir gleich mal.
Okay, es ist möglich, dass in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Leadville CEO kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorheriger Berater, Vertrag 8208, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Mrs. Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass... Das wollte ich jetzt nicht. Dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. MFG Jeremy Blair. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein Dokument gefunden. Gucken hier auch noch kurz. Hier ist nichts. Dann weiter hier. Wo wir auch hin sollen. Oder? Vielleicht auch nicht hin sollen. Ich denke, es geht schon wieder irgendwo rauf. Ja, war klar. War natürlich klar, dass ich das wieder übersehen habe. Runter hier. Nur mal kurz. Oh, eine Batterie. Klapp sie auf. Klapp sie doch. Alter, was ist denn? Hey, Freunde, klappt die Batterie nicht auf. Jetzt hat er sie endlich. Toll, das hat natürlich wieder viel zu viel Akku gekostet. Kann man denn hier wirklich die ganze Zeit herumlaufen? Kann ich hier rein? Ja. Was ist das für eine Türe? Okay. Mal kurz nachladen. Das ist jetzt hier. Okay, in Ordnung. Oh, ich sehe mich natürlich noch eine Batterie. Sehr gut, wir sammeln. Ich möchte wirklich versuchen, die Batterie oder den Camcorder laufen zu lassen, solange es möglich ist. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Okay, hier können wir rein. Ich weiß nicht, welche Türe. Das kann nichts Gesundes sein. Das kann einfach nicht gesund sein, hier in diese Richtung zu gehen. Wow. Okay. Ist schön. Ich guck mich nur um hier.
Toilette. Okay, wir haben eine Notiz in der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist und du dieses Material aus den Händen von Murkoffs Anwaltsarmee und angeheuerten Auftragsmördern loseisen kannst, dann lasse dir nicht meinen Körper zeigen. Beerdige ihn oder verbrenne ihn. Lass meine Söhne sich an mich als Ganzes erinnern. Der Mann isst Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut. Ein wenig Verlangen, aber mehr als alles andere Hunger. Lasse dir nicht meinen Körper zeigen. Das ist krank hier. Okay, es war in der Küche noch. Es war in der Küche noch eine Türe. Da müssen wir nochmal hin. Nein! Nein, es war zugemacht hinter uns. Kacke. Ich habe die Türe nicht versucht zu öffnen. Ich bin schon wieder zu weit gerannt, ey. Okay, ich hoffe, wir haben da nicht irgendwie ein wichtiges Dokument oder so übersehen. Das wäre ziemlich bescheuert. Toll. Okay, hier rüber. Da können wir natürlich auch nicht rein, war wieder klar. Feed me! Feed me! Okay. Okay, du verfolgst mich gerade. Das finde ich nicht ganz so geil. Okay, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich versteck mich einfach mal. Oh, das geht schon wieder so los mit dem Laufen hier. Du darfst gerne gehen. Du darfst liebend gerne gehen. Ich glaube, ich muss zu der Türe da drüben. Probier's mal. Okay, keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber auch hier gibt es nichts Großartiges. Das war wohl nicht so richtig. Dann habe ich keine Ahnung. Oh je. Geht er denn an uns vorbei? Wo muss ich denn hin? Es ist ziemlich ungeil, wenn man immer nicht weiß, wo man hin muss. Ach, Mano, ey. Das kotzt mich an.
Ich habe wieder keine Ahnung, aber gar keine Ahnung. Okay, das war's wohl nicht. Aber hier sind wir doch. Hier sind wir gekommen, du Arsch. Freunde, ich weiß es nicht, aber wir werden hier jetzt einfach mal einen Cut setzen und das in der nächsten Folge rausfinden. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, wäre eine coole Sache. Und somit wünsche ich einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.